Jo, was geht, meine lieben Freunde? Wie geht's euch? Wir sind wieder back in business. Und ja, sorry nochmal, dass die letzte Folge so abrupt geendet hat. Das lag eigentlich aus einem Grund. Ich hatte eine extreme Magenverstimmung, sagen wir mal. Um das mal ein bisschen legerer auszudrücken. Also, ich sag mal so, zart fahr, hammerhart. Also, das war nichts für schwache Nerven. So, aber jetzt sind wir ja wieder in der Hood. Wir gucken jetzt mal, ob wir hier noch irgendwo was finden. Gut, hier haben wir auch alles durchsucht. Ich habe immer bei diesem blauen Moos, habe ich irgendwie immer das Gefühl so, ja okay, jetzt kommt gleich der Dings ums Ohr. Das hasse ich ja. So. So. Alter, what? Einfach ein Monster-Spawner. Das ist krass. Warte, ich nehme mal das andere Schwert. Das ist ja eh kaputt. Und damit macht man das ja. Ja, das hielt. Das hat nicht so lange gehalten, tatsächlich. So, zap, zap. Alter, krass. Was ist denn da drin? Spinnen, genau. Wollte ich aber auch schon sagen, was sollte da sonst drin sein? Hammerhart, wir haben einfach einen Spawner. Damit können wir was bauen, tatsächlich, glaube ich. Okay, da hinten werden wir jetzt noch nicht hergehen. Da wissen wir schon. Oh, da ist die, okay. So, geradeaus. Okay. Alter, Junge, Alter, Alter, okay. Was soll denn das? Kurze Umfrage, was soll das? wo ist jetzt mein. Ich hab halt diese lieb. Weil ist ja eigentlich nichts gerade los. Oh! Also gerade sehr viele Gefahren da unterwegs, wie ich sehe. So, okay, da. Zip. Zip. Und zip. Let's go. Hier haben wir auch noch ein bisschen Gold. Also Gold haben wir auch jetzt schon eine gute Menge gefunden. So. Let's go. Die haben wir auch durch. Und ich würde tatsächlich sagen, dass wir uns ja, wieder in Richtung Festland bewegen. Alter. Was ist das denn hier? Also hier haben wir noch so viel zu entdecken in dieser Höhle. Also da sind wir ja noch richtig lang beschäftigt. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir da ja mit zurückkommen, was wir uns hier erbaut haben. So, wir müssen hierher. Hier weiß ich noch, dass wir hier hin müssen. Dann hier runter. Hier geradeaus. Hier links. Dann nochmal links. Und dann hier hoch. Und dann glaube ich hier, maybe. Zap, zap, zap. Zap, zap. Ja, hier war der Clay. Ja, hier vorne. Oder? War das hier? Nee, das war hier nicht, aber hier. Hier können wir mal kurz die Sachen mitnehmen. Können wir diese Lianen hier hoch? Stimmt. Alter. Oh, oh. So, dann können wir wieder das gute alte Kupfer mitnehmen. Davon haben wir ja noch so wenig. Kupfer immer mitnehmen. Wichtiges Metall und so. Wunderbar. So,
Ich werde trotzdem mal ganz kurz hier noch die ganzen freiliegenden Sachen kurz mitnehmen. So ist unser letztes Essen sozusagen. Wir haben keine Kohle gefunden, nichts. Also ich denke mal, wir werden jetzt mal auf jeden Fall gleich auf die Jagd gehen. Aber mal gucken, dass wir langsam mal anbauen. Weil das wird langsam eng. Da oben sind noch mit Dias. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Safe. So, zap, zap, zap. Und nochmal Diamanten. Ein. Aber einer ist besser als keiner. Oh, ne. Lüge, Lüge, Lüge. Hier ist auch noch einer. Let's go. Nice. Ich würde sagen, wir nehmen noch gerade hier die generellen Materials mit. Die können wir ja gerade schnell unser eigen nennen. So, zap, zap. Hier hatten wir genau, hier hatten wir das noch. Ich mach's jetzt auch mal hier gerade kurz mit der hier. Lapis Lazuli nehmen wir mit. Zap, zap. Dann haben wir schon mal alle Erze, die hier so einigermaßen freistehen, haben wir dann schon mal mitgenommen. Weil man weiß nie, wofür man das mal braucht. Ich nehme das einfach mal mit. Es gibt ja im Endeffekt auch, wenn man es durchgeschmelzt hat, Punkte. Aber wir werden es jetzt, sag ich mal, der nächsten Zeit hingehend nicht schmelzen. Also ich finde es ein bisschen krass, wie wenig wir bis jetzt an, ja, normalen Materials haben. Finden können. Okay, da oben geht es jetzt weiter auch noch. Da werde ich jetzt mich also aber nicht hinbegeben. Die hier nehme ich vielleicht noch mit. Ne, den nehme ich jetzt auch nicht mit. So, wo war das jetzt? Ja, okay. Stimmt, warte, das war hier so. Und dann, glaube ich, rechts. Genau. Und dann... Okay, hier waren wir nicht. Stimmt, warte, ich bin... ich bin hier aus der Richtung gekommen. Oder? Wo kam ich denn jetzt her? Wo war das jetzt nochmal? So war es selber nochmal kurz. Weg, achso, ja. Hier? Hier ist Clay. Bin ich ja wieder tiefer reingegangen. kurze Findungsprobleme hier. Geh da nicht hin. So, hier durch. Okay. Gibt geradeaus, es gibt links und es gibt rechts. Ich gehe mal jetzt links. Alter Junge. Oha. Das sieht so krass aus. Vor allem wie der Shader hier an den... Also das Lava an den Stein da reflektiert. Ich finde das so krass. Aber leider bringt uns das sehr wenig. Wir haben zwar jetzt noch mal ein bisschen Dings uns gefunden, aber wir kommen hier gerade irgendwie zu keinem... Warte, willst du mir... Ja, das war hier. Leute, ich muss hier ein paar Fackeln hinmachen. So. Alter Junge. Also eigentlich hat das System ja relativ gut funktioniert. Absolut aber nicht mehr den Weg gefunden zurück. Gut. Dann nehmen wir die letzten zwei Flaggen. Flaggen, genau. Das sind einfach Flaggen. Wir nehmen die letzten zwei Fackeln einfach mal noch mit. So. Das nehmen wir auch noch mit. Und vielleicht können wir noch einen Fischerhaar schlagen oder so. Ein paar Fische mitnehmen. Okay, die will Stress. Kein Ding für mich. Hier hau ich ja mal sowas von easy weg. Haben wir noch Fisch irgendwo? Okay, da vorne haben wir noch. Ah, hier haben wir noch einen.
Let's go. Ah, geh nicht weg. Hallo? Was soll da dann? So, Was? Hier haben wir auch noch ein paar. Was haben wir denn da? Habe ich anscheinend Knochenreste aufgenommen. So, komm, das nehmen wir auch noch gerade mit. Weil wir haben ja Style und das Geld. Wir haben all das, was den so gefällt. Yeah. So, also. Ja, das Problem mit dem Kohle bleibt, ne? Also, das ist nach wie vor omnipräsent. Aber egal, wir werden jetzt mal uns nach oben wieder begeben. Ich glaube, das müsste auch unser Aufzug sein. Piss dich mal. Geh weg, Trägeridiot. Ey, wegen dem Deppen habe ich hier gerade voll keine Concentration. Bist du denn? Bist du K.O. Doppel L.E.G.A.H. oder wer bist du? Aus dem Enderman geht's echt nicht gut, glaube ich. Ich glaube, der hat eine Tippico-Wette verloren. Maybe. Okay, das müssen wir auch noch gerade mitnehmen. Wenn es hier schon so rumliegt, kann man es auch mal gerade mitnehmen. Also ich finde das so krass, wie das alles reflektiert und so. Also es ist ein komplett anderes Spiel, wenn man hier ein bisschen was anhat. An Shader und so. So, aber wir haben mittlerweile ein bisschen Verhungerung und so, ne? Da müssen wir mal gerade mal hier ein bisschen gucken. Wird jetzt ein bisschen gehüpfe. Aber man kennt das ja nicht anders. So, werden wir mal gucken, dass wir hier alles so weit wie möglich mitnehmen. Kriegen wir aber auch nicht so in der Anzahl hin, wie ich das eigentlich gerne wollen würde. Das nehmen wir schon mal alles mit. Jetzt lassen wir mal alles hier. Können wir noch irgendwas zusammenfügen oder so? Ich denke eher weniger. Egal, lassen wir erstmal so einfach mal die Rohstoffe raustragen. Geht ja auch klar. Also ich merke schon, mein Bauch grummelt wieder. Aber ich hoffe, das bleibt jetzt mal bei einem Grummeln. Bin ich hier richtig? Ich hoffe es. Absolut nein. Oh, ich hasse es, wenn ich nicht sprinten kann, ne? Das ist dann so ein ödes Movement, ne? Oh ja, ich gehe ein bisschen Hate durch die Minen und so, ne? Weil ich ein aller Renner bin. So, zap, zap. Ah, hier, okay. So, zap, zap, zap. Wunderbar, und da sind wir dann auch schon wieder an der wunderbaren Oberfläche. Moin, moin, Minecraft. So, ich habe auch immer noch nicht die Performance verbessert, weil ich das nämlich absolut verschwitzt habe. Und jetzt gehen wir mal schön hier rein und gucken mal, was wir hier noch so alles da haben. So, wir müssten jetzt 8 Dinger hier, okay. Ich wäre tatsächlich mal dafür, eine neue Kiste mal zu gründen. Also wahrscheinlich zu gründen, ne? Also einfach mal eine zu machen. zap, zap, zap. 4 Stück, die können wir mal getrost machen. Zap, 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 zap. Damit wir mal alles schön hier reinsortieren können. Wir haben jetzt so viel Stuff gerade geholt. Also da wird definitiv das ein oder andere, denke ich, übrig bleiben. So ein Tropenfisch. Können wir den irgendwie in irgendeiner Weise, denke ich, vielleicht nicht, vielleicht. Ja, mal Gott sei Dank schon alles zu. Ich gehe jetzt mal einfach jagen, instinktiv. Würde ich einfach mal behaupten. Damit wir mal endlich mal ein bisschen was an Nahrung kriegen. Angeln könnten wir rein theoretisch auch. Wir müssen gleich mal nochmal ins Rezeptbuch gucken. Da sollten wir auch schon ein bisschen was Neues haben. Alter, und ist ja auch Kupfer.
So, mal gerade hier ein bisschen Zuckerrohr anpflanzen. Weil wir es ja eh hier haben, können wir es ja sowieso mal anbauen. So, ja, wir brauchen auf jeden Fall Nahrung. Das ist jetzt hier mal ein ganz essentieller Bestandteil der Suche. Wir nehmen Nahrung. Ich werde auch mal hier ein bisschen Gras kaputt hauen, damit wir, ja, genau die hier nämlich kriegen. Oh, endlich mal ein bisschen Musik. Ja, tut mir leid, Hühnchen. Daran musst du leider glauben. Und wir müssen auch auf jeden Fall, egal was ist, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Holz nochmal mitnehmen. Bauen wir hier den Baum weg auf süß. So, mehr haben wir nicht, gell? Hoffentlich reicht das. Rest lassen wir mal stehen. Gut, ja, weiter nach Nahrung. Wir sind auf der Jagd. So ein paar Pilze können wir auch mal mitnehmen. Vorne vielleicht ein Tier? Nee. Hier müsste unser Pinöpel gleich mal stehen. Also ich glaube hier, der Wald ist gar nicht mal so optimal für Tiere. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. So, Alter, die FPS legen sich auch gerade. Tschö. So, so, so. War da ein Tier? Ich hoffe es. Ah, hier ist der Pinöpel. Da. Dann weiß ich ja so grob, wo wir hin müssen gleich. Können wir Blumen mitnehmen, nehmen wir auch mal mit. So, zap, zap, zap. Also ich konzentriere mich eigentlich nur gerade darauf, irgendwie mal ein Tier nebenbei zu sehen. Während wir hier die halbe Waldzivilisation ausrotten. Ja, wir müssen doch echt gleich mal was finden. Können wir die eigentlich essen? Okay, dann ist man selbst damit voll. Dann haben wir schon mal ein bisschen was an Nahrung wenigstens drin. Ich glaube, die können wir auch wieder anbauen. Genau, die können wir auch wieder anbauen. Perfekt. Perfekto. So, ja, brauchen wir immer noch Tiere. Tiere ist immer noch das A und O. Das O und das A und das A und das O. Hier ist doch erstmal ein bisschen offen. Hier können wir doch mal mit 25 FPS ein Tierchen finden. Also zum Spielen ist das natürlich nicht so ganz so geil. Ich hoffe, zum Ansehen ist das einigermaßen okay. Wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir demnächst ein bisschen höher schrauben. Weil mir geht das ein bisschen auf die Eier, wenn wir so wenig FPS haben. Da, Schafe. So. So, die hätten wir auch. Also irgendwann müssen wir mal gucken, dass wir Tiere halten. Aber da haben wir vielleicht noch ein paar Tage Zeit für. Gut, gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen was mitnehmen an Zeug. Schon mal so ein bisschen hier. Lol, was ist denn da passiert?
Hier haben wir noch ein Schweinchen. Komm her. Alter. Wie geil. Okay. Wow. Das nehme ich mit Kusshand. Da vorne ist ein Goldblock. Das habe ich noch nie in Minecraft gesehen. Den Goldblock will ich auf jeden Fall noch irgendwie mitnehmen. Oh, stimmt. Da kriegen wir drauf Schaden. Aber geil. Können wir die auch noch abbauen? Oh mein Gott, wir haben Magma-Blöcke. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Alter, geil. Komm, das bauen wir auch ein bisschen ab. Ah, das ist echt geil. Einfach hier so ein Altar. Geil. Ich hoffe natürlich nicht, dass der ganze Wald abfackelt. Das wäre ganz cool. Vor allem, weil das ja nicht so mega weit entfernt ist von unserem Platz. Würde ich mal meinen. Den grad hauen. Den kleinen Pisser. Vorhin ist ja eine Kuh. So, let's go. So, zap, zap. Nehmen wir auch mal mit hier. Vorne haben wir ein Skelett, das können wir auch mal weghauen. Ich glaube, es wird tatsächlich Zeit für das Schild, was ich abgelegt habe. Perfekt. So, und hier vorne. Lol, hier ist schon unser Haus. Also der Wald, also ich muss ehrlich sagen, also Minecraft ist entweder voll belebend oder interessanter geworden oder die haben hier extrem viel dazu gepatcht. Also wirklich, hier sind ja Sachen in dem Game, die habe ich noch nie gesehen. So, wir werden jetzt auch einfach mal so machen. Um so viel wie möglich mitzunehmen von dem Zeugs, werden wir es einfach mal jetzt rotzefrech machen. Wo haben wir denn das ganze Holz hin? Genau hier. Wir werden jetzt einfach mal dem gesamten Holz, was wir so besitzen, so viel wie möglich hier mal einschmelzen. Oder nicht besser gesagt einschmelzen, sondern Kohle einfach produzieren. So. So. Nice, dann haben wir nämlich gleich noch genug für das Fleisch. Da haben wir Gott sei Dank ein bisschen was gefunden. Also die Jungs nerven ein bisschen vor der Haustür. Aber alles cool. Wir haben einfach einen Goldblock. Also das ist echt krass. Also wir haben hier echt viele coole Sachen gerade eben gefunden. Und jetzt will ich mal gerade mal ganz kurz in die hier in die Dings reinschauen, weil wir haben viele neue Rezepte auch bekommen.
So wie Dia-Sachen. Was ist das hier? Knochenblock. Okay. Wolle färben, ja. Okay, Dia-Block und so, klar. Plattenspieler, okay. Rohgoldblock. Ah. Okay. Fichten, okay. Fermentiertes Spinnenauge. Können wir das dann essen? Weil brauner Pilz und Zucker. Eine Kerze. Honigwabe. Faden. Webstuhl. Also, hier sind ja so viele Sachen drin. Was ist das hier? Ja, den kennen wir schon. Den Webstuhl kenne ich aber. Leder. Rossharnisch. Okay. Kohlenapfel ist ja relativ normally. Zielblock ist auch relativ normally. Notenblock, okay. Kette, okay. Und letzter, okay. Mama mia, Alter, da haben wir schon auf jeden Fall. Mach ich auf jeden Fall, Tim, da machen wir auf jeden Fall noch zum Video. Also, wir haben hier auf jeden Fall Zeug, also was wir bauen können. Also, ich würde echt gerne mal wissen, das ist ein Gemälde, ganz normal. Was macht ein Webstuhl? Also, Minecraft. Eieieiei. Da mache ich noch was vor uns. So, 11 Holzkohle und 11 Holzkohle. Lassen wir auch direkt so aufgesplittet. Können wir es hier so drin lassen. Jetzt hier den. Können wir jetzt mal schnell eaten. Und was machen wir mit den Fischen, ist die Frage. Schauen wir davon gerade ein paar vor die Haustür. Aber wir können hier einfach überall mal so zack ein paar hin. Vielleicht nur hier. Vielleicht. Was können wir denn mit denen machen? Vielleicht das noch. Kriegen wir das noch durch? Nee. Dann müssen wir hier für das eine doch nochmal anwerfen. Ja, das sind natürlich die ganzen Ofensachen, aber was machen wir mit den Fischen? Können wir die wieder freilassen? Gleich brennst du, mein Lieber. Nee, scheinen schon tot zu sein und verwertbar. Dann werde ich sagen, essen wir die einfach so immer. Weil die bringen nur ein halbes Essen, das kann irgendwo nicht sein. Die muss man ja besser machen können. Alter, eine Uhr. Auch so ein nices Ding, Kappa. Räucherofen. Also ein Räucherofen hätte ich mir schon darunter vorstellen können, dass das da ja, was damit zu tun hat. Also ich verstehe, also damals konnte man Fische ganz normal backen. Oder was heißt backen? Also kochen, keine Ahnung. Konnte auf jeden Fall damit was machen.
So, gut, wir haben ein bisschen Holzkohle, die lassen wir einfach mal hier unten in dem. Gut, wir brauchen mehr Kohle. Tatsächlich. Die tun wir auf jeden Fall schon mal einbrennen. Die Kupfersachen lassen wir mal. Wofür ist Kupfer auch? Also Kupfer auch so used ist bis jetzt. Zap und zap. Oh, das habe ich einfach weggeschmissen auf süß. So, Dias, wir müssen uns auf jeden Fall mal schon mal eine Hacke machen. Da kommen wir nicht drum herum. So, mache ich mir schon ein Schwert. Machen wir erstmal die Hacke. Die ist schon mal wichtig. So, die Dia-Hacke, die haben wir schon mal am Start. Wie viel könnten wir denn machen? Also ein Dia-Schwert wäre natürlich auch nice. Hat auch nochmal natürlich viel, viel bessere Werte. Oder hat das eigentlich so viel bessere Werte? Ich würde sagen, nee. Ich würde sagen, wir sparen die einfach mal erstmal. Wir haben 21 Stück. Die Hacke war schon mal essential. Und der Rest gucken wir einfach mal. So, 4, 5, 5, zap. Das machen wir uns auch schon mal. Und über hier drin. Okay, können wir noch nicht den Zaubertisch umkonfigurieren? Der muss doch eigentlich auch schon craftbar oder schon angezeigt gewesen sein. Wir gucken mal in den Fortschrittbaum gerade noch zur Ende. Oder nee, wir machen das in der nächsten Folge. Leute, danke nochmal für die fette Folge. In der nächsten Folge gucken wir mal hier in den Fortschrittbaum einfach mal rein auf süß. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen dicken Daumen nach oben da. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Peace. Lasst ein Like und ein Follow da. Und abonniert den Channel. Und einen Kommentar. Schreibt eure Penisgröße wieder rein.